Präsidium. Ja, bitte Inspektor Smith. Ja, hier Admiral Greve. Inspektor Smith, Sie müssen so schnell als möglich hierher kommen. In den grünen Mann. Das heißt, nein, ich komme gleich zu Ihnen ins Büro. Warten Sie bitte auf mich. Zwei Stunden hat die Barkasse angelegt und immer sind sie noch nicht da. Papa war 6 Monate unterwegs, ist doch sonst immer sofort nach Hause gekommen. Und wo Mr. Harker bleibt, der kann doch nicht im Mondschein Golf spielen. Milady, die Polizei hat angerufen. Wer um Himmels Willen? Inspektor Smith, Milady. Er fragte, ob der Herr Admiral zu Hause sei. Zu Hause? Ja. Ich erlaube mir, die Frage zu verneinen. Ja, aber wo kann Papa nur sein? Das eben wollte der Inspektor auch wissen. Und? Sonst nichts, Milady. Aber Tante Mario. Thank you.
Aber Mr. Harker, wie sehen Sie denn aus? Sind Sie ins Wasser gefallen? Inspektor Smith, ich habe den Admiral gefunden. Na endlich, wo ist er denn? Im Tümpel. Im Tümpel? Was tut ein Admiral im Tümpel? Er ist tot, Inspektor. Was? Woher wollen Sie das wissen? Ich habe ihn gefunden. Der Admiral ist tot, Inspektor. Wir müssen ihn bergen. Ihre Männer sollen ein Netz mitbringen. Ich werde inzwischen die Familie verständigen. Inspektor, es gibt nur die drei klassischen Möglichkeiten. Unfall, Selbstmord oder Mord? Nein, Unfall halte ich für ausgeschlossen. Der Tümpel ist etwa 50 Meter von der Straße entfernt und die kannte der Admiral wie seine eigene Tasche. Und Selbstmord? Ein Selbstmord halte ich auch für ausgeschlossen. Der Admiral war ein tüchtiger, erfolgreicher Mann, reich, beinahe Millionär, obwohl das natürlich nichts beweist. Auch sein Privatleben scheint in Ordnung gewesen zu sein. Nein, der Admiral wäre der Letzte, dem ich zutrauen würde, ins Wasser zu gehen. So bleibt also nur die dritte Möglichkeit, Mord? Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Übrigens, Sie waren doch sein Privatsekretär. Dann werden Sie doch alles über sein Vermögen wissen, als Privatsekretär. So privat war mein Verhältnis zum Admiral nun auch wieder nicht. Aber wer der Erbe ist, das werden Sie doch wissen. Bedauere, Inspektor, seine Anwälte waren Hartmann und Dyke, drüben in der Suttonhead Street. Mr. Dyke hat das Vermögen des Admirals verwaltet. Hartmann und Dyke? Ja. Er wird auch das Testament in Verwahrung haben. Suttonhead Street? Ja. Was haben Sie eigentlich mit der Leiche gemacht? In 1 bis 2 Stunden werde ich den Befund bekommen. Je früher, desto besser. Übrigens, ich möchte, das heißt, wir sollten Rücksicht auf Urliff nehmen. Ich meine die Tochter des Admirals. Sie hat einen alten Freund, Pater Braun. Pater Braun? Ist ein alter Bekannter von mir. Umso besser. Vielleicht kann er sich nützlich machen. Meinetwegen. Mr. Harker. Guten Tag. Inspektor Smith hat mich hierher gebeten. Wissen Sie vielleicht, worum es geht? Ja, Herr Rechtsanwalt. Aber ich greife der Behörde nicht gerne vor. Da haben Sie ganz recht, Mr. Harker. Wie geht es Ihnen? Wie ich höre, kommt ja nun der Admiral bald von den Manövern zurück. Meine Herren. Guten Tag. Meine Herren. Meine Herren, ich habe Sie hierher gebeten, um Ihnen eine traurige Mitteilung zu machen. Der Admiral ist gestern ertrunken. Ertrunken? Ja. Ertrunken? Gestern Abend. Es muss so gegen 7 oder 8 Uhr gewesen sein. Und wo hat man ihn gefunden? In einem Tümpel am Strand. Nicht weit vom grünen Mann. Als man ihn herauszog, war er ganz mit grünem Schlamm bedeckt. Was ist denn los, Pater Braun? Fühlen Sie sich nicht wohl? Der grüne Mann. Es tut mir leid. Verzeihen Sie bitte, dass ich so außer Fassung bin. Pater Braun, was bringt Sie denn so außer Fassung? Dass der Admiral mit grünem Schlamm bedeckt war. Ich hätte eher gedacht, es wären Algen gewesen.
Befund, Inspektor. Danke. Sie entschuldigen, meine Herren. Meine Herren, ich muss mich korrigieren. Der Admiral ist nicht ertrunken. Nicht ertrunken? Nein, er wurde erstochen. Mit einem Degen? Vielleicht auch mit einem spitzen Messer. Jedenfalls wurde der Admiral erst nach Eintritt des Todes in den Tümpel geworfen. Sehr sonderbar. Wirklich rätselhaft. Herr Rechtsanwalt Dyke, das Testament haben Sie doch in Verwahrung. Das Testament? Ja, natürlich. Das liegt bei mir im Safe. Ausgezeichnet. Dann können wir es ja gleich einsehen. Ich bedauere aber, ich muss die gesetzlichen Bestimmungen beachten. Aber Mr. Dyke, das Testament könnte doch einen Hinweis auf den Täter enthalten. Ich bedauere, aber ich kann es erst 14 Tage nach der Beerdigung eröffnen, um keinen Tag früher. Entschuldigen Sie, Mr. Dyke. Aber es sieht dabei so aus, als hätten Sie etwas zu verbergen. Ich? Ja, was soll ich denn zu verbergen haben? Ich bitte Sie. Es ist mir überaus peinlich, Hofmann. Mr. Dyke, ich respektiere Ihre Haltung, aber es ist ein Mord geschehen. Könnten Sie uns nicht den Inhalt des Testaments mündlich mitteilen? Vorausgesetzt, es enthält kein Geheimnis. Hochwürden, es gibt da absolut nichts zu verbergen. Und es gibt auch leider keinen Hinweis auf den Täter, Inspektor Smith. Das Testament des Admirals ist ein ganz gewöhnliches Testament. Er hat sein gesamtes Vermögen seiner Tochter Olive vermacht. Na, endlich. Wie bitte? Auf Wiedersehen, Hochwürden. Meine Herren. Tja, das ist für mich noch ein Buch mit 7 Siegeln. Ich kannte den Admiral zu wenig. Seine Tochter kenne ich ziemlich gut. Wissen Sie, Hochwürden, der Admiral war ein Mensch, der keine Feinde hatte. So sagt man jedenfalls. Wollen Sie damit andeuten, dass es noch etwas gibt, was man nicht sagt? Er hatte seine Laune, der Admiral. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mit seinen Untergebenen nicht gerade sanft umgegangen ist. Mit seinem Adjutanten, Leutnant Rook. Mit seinem Sekretär, Mr. Harker. Haben Sie mir noch etwas zu sagen, Mr. Dyke? Was soll ich Ihnen sonst noch zu sagen haben? Sie herein, mein Kind. Sie müssen mich anhalten. Ich habe schon auf Sie gewartet. Sie haben auf mich gewartet? Ich weiß mir keinen Rat mehr. Beruhigen Sie sich, mein Kind. Setzen Sie sich. Bitte. Danke. Herr Holthaker hat mir eben schreckliche Dinge erzählt. Über Roger Rook. Sie wissen, wer Roger ist. Ja, soviel ich weiß, nennen ihn seine Kameraden den lustigen Roger, weil er so gar nicht lustig ist. Das war nicht immer so. Ich kenne ihn von Kindheit an. Er träumte immer davon, ein Seeräuber zu werden. Damals war er wirklich noch der lustige Roger. So. Aber ich fürchte, der Arme hat eine schlimme Enttäuschung erlebt. Marineoffiziere sind nun mal keine Seeräuber. Stört es Sie, wenn ich rauche? Na, wie bitte? Nein. Danke. Nein, aber das kann seine Veränderung nicht erklären. Seit Monaten war ich mir aus. Irgendein Erlebnis muss ihn verändert haben. Und wenn das wahr ist, was Harold schwört, dann... Harold, das ist der Sekretär Ihres Vaters, nicht? Ja. Dann bedeutet diese ganze Veränderung, dass Roger, ich meine Leutnant Rook, dass er nicht mehr ganz normal ist. Und was schwört Mr. Harker? Das ist schon sehr.
schwört, er hätte gesehen, wie Roger gestern Abend hinter meinem Vater herschlich und den Degen zog. Und nun hat er Befund ergeben, dass mein Vater mit einem spitzen Gegenstand ermordet wurde. Jedenfalls erzählt Harker das. Ja, das stimmt. Das wurde festgestellt. Ich weiß, dass mein Vater und der Leutnant oft heftige Meinungsverschiedenheiten hatten, aber was bedeutet das schon? Halten Sie Leutnant Ruck für einen Mörder? Ich glaube, dass er unschuldig ist. Und doch schwört Harold, dass er... Dieser Harold scheint allerhand zu schwören. Ja, das kann man wohl sagen. Er hat mir soeben einen Heiratsantrag gemacht. Ah, darf man Ihnen gratulieren? Oder vielmehr ihm? Ich bat ihn zu warten. Aber warten ist nicht seine Stärke. Aha, und jetzt wollen Sie die Wahrheit über Leutnant Ruck wissen. Sie müssen sich entscheiden zwischen Leutnant Ruck und Mr. Harker, hm? Ich muss wissen, wer meinen Vater umgebracht hat. Ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist. Wer ist es? Ich darf es Ihnen leider noch nicht sagen, Aleph. Und ich weiß noch etwas. Eine schlechte Nachricht. Aber Sie werden vielleicht glücklich darüber sein. Entschuldigung. Guten Tag, Milady. Sir, bitte nehmen Sie Platz. Platz? Hier ist er, bitte. Mich entschuldigt seinen Augenblick, ja? Alles in Ordnung? Ich bin gleich wieder da, meine Herren. Der Mann erinnert mich an einen Sprinter. Wenn er nur immer sein Tempo hätte. Wie meinen Sie das? Nun, ich meine, er hat Inspektor Smith ziemlich spät unterrichtet. Wann? In der Nacht, als er den Admiral im Tümpel fand. Angeblich. Wollen Sie damit sagen, dass Mr. Harker nicht die Wahrheit gesagt hat? Ich habe nichts gegen den jungen Mann. Obwohl er versucht hat, mir die Grundbegriffe meines Berufes beizubringen. Bei mir hat er das auch versucht, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Darf ich Sie bitten, Mr. Dyke deutlicher zu werden? Unter Umständen muss ich ihn sofort verhaften. Bitte schön, da kommt er ja. Halt! Verzeihen Sie bitte, aber ich muss mit Mr. Harker sprechen. Ich muss ihm etwas sagen, was ich allein weiß. Ein tragisches Missverständnis kann dadurch vermieden werden. Was zum Teufel meinen Sie damit? Die schlechte Nachricht, Mr. Dyke. Seien Sie, das ist doch wohl. Also, wenn Sie es nicht wären, würde ich sagen, das ist die größte Frechheit. Also, wenn Pater Braun nicht Pater Braun wäre, dann würde ich ihn jetzt verhaften. Bitte, Herr Rechtsanwalt, sagen Sie, was Sie zu sagen haben. Die Damen und Herren warten bereits auf Sie. Sie können das Testament jetzt eröffnen. Ja, also dann gehen wir, meine Herren. Hochwürden. Was haben Sie da angestellt, Pater Braun? Warum haben Sie mir das angetan? Ja, was habe ich denn getan? Sie haben einen Mörder entkommen lassen. Sie haben ihm zur Flucht verholfen. Und ich habe es zugelassen. Ja, im Laufe der Zeit habe ich schon vielen Mördern geholfen. Was? Was sagen Sie da? Selbstverständlich habe ich Ihnen nicht geholfen zu morden. Sie haben von Anfang an gewusst, dass Mr. Harker der Mörder ist? Das ist unerhört.
Schon von Anfang an wussten Sie, dass er... Dass Mr. Dyke der Mörder ist. Mr. Dyke? Das ist doch nicht möglich. Wer hat den Admiral ermordet? Der Anwalt. Mr. Dyke. Der Herr, der das Testament vollstrecken soll. Aber warum? Um Himmels Willen. Warum er das getan hat? Ja. Rechtsanwalt Dyke verwaltete das Vermögen des Admirals. Dyke hat es verspekuliert, durchgebracht. Beinahe 1 Million Pfund. Ja, Aleph, Sie sind leider keine reiche Erbin mehr. Das war die schlechte Nachricht, die ich Leutnant Rook überbrachte und die ihn so glücklich macht. Erlauben Sie mal, glücklich? Ja, ich erzählte Leutnant Rook, dass Aleph ihr Vermögen verloren hat. Er eilte sofort herbei, um ihr zu helfen. Hochwürden, ich bitte Sie. Der Leutnant ist ein Überbleibsel aus einer romantischen Zeit. Er wollte absolut nicht vom Gelde einer Frau leben. Er wollte nicht für einen Mitgiftjäger gehalten werden. Also mit anderen Worten, Leutnant Rook ist ein völliger Idiot. Aber hören Sie, Pater Braun, wie kommen Sie ausgerechnet auf den Anwalt? Woher wollen Sie wissen, dass Dyke das Vermögen des Admirals veruntreut hat? Von der Bank. Ich habe mich erkundigt. Der Kassier ist nämlich mein Beichtkind. Ah, und das Beichtgeheimnis? Ist kein Bankgeheimnis. Na ja, aber wann kamen Sie darauf, dass Dyke der Mörder ist? In Ihrem Büro, Inspektor. Sie machten uns die Mitteilung, dass der Admiral ertrunken ist. Dyke erkundigte sich sofort, wo man die Leiche gefunden habe. Nun, Inspektor, wenn Ihnen einer erzählt, ein Seemann ist ertrunken, werden Sie natürlich annehmen, er sei im Meer ertrunken. Wer musste also in diesem Falle annehmen, dass man die Leiche gefunden hat? Nur der Mörder. Nur er wusste, dass der Admiral im Tümpel lag, weil er ihn nämlich selbst hineingeworfen hat. Da kenne ich mich nicht mehr aus. Hochwürden, wenn Mr. Dyke der Mörder ist, warum ist dann dieser Mr. Harker geflohen? Nun, ganz einfach. Ich erzählte ihm, dass Olive ihr ganzes Vermögen verloren hat. Das entsprach nicht ganz seinen Ansichten vom Erfolg. Er packte seine Sachen und floh. Hier, das hat er übrigens vergessen. Ah. Ja, ja, Mr. Harker hat es schon immer sehr eilig. Na, dann werde ich jetzt wohl Dyke verhaften müssen. Das war Dyke. Verdammt! Ich hätte mich wirklich mehr beeilen müssen. Thank you.